Das Ziel liegt in einer nur beschränkt befahrbaren Zone. Demnächst rechts abbiegen. Allein unterwegs in ETS und nun habt ihr es auch satt, immer alleine durch die Gegend zu fahren? Ich weiß jetzt ja nicht, wie es euch rechts geht, abbiegen. Aber es gibt so viele Speditionen, von denen man nichts weiß, die man nie entdecken würde. Mitarbeiter, die immer super drauf sind, das wär's. Demnächst in diesem Fall helfen wir euch bei KKR Trans. Dort seid ihr genau richtig, wenn ihr Spaß jetzt und Freude an rechts ETS2 abbiegen habt. Wir bieten euch ein eigenes Funksystem und viele Fahrer in jeglichen Altersklassen. Interesse geweckt? Ja, dann nichts wie los. Bewerbt euch noch heute über Sped V bei der Kryo-Kammer und seid mit dabei. Hey, du bist auf der Suche nach einem guten Verkehrsmod für ETS 2? Dann habe ich genau das Richtige für dich. DB Creations All Traffic Mods. Diese Mods verändern so gut wie alles am Verkehr. 3 unterschiedliche Verkehrsmengen, verschiedene KI-Verhaltensarten, ca. 100 verschiedene Trailer, Varianten im Verkehr, realistischer Regen und. Also, wenn dir das jetzt schon gefällt, ja, dann besuche uns doch ganz einfach auf unserer Homepage. Dort findest du alle weiteren Informationen jetzt zu den jeweiligen Mods und kannst sogar direkt mit uns in Kontakt treten, per Mail oder Chat. Mehr als 800 Abonnenten, 100 Mitglieder, 2 Awards und mehr als 650 Spendern machen uns zu einem der führendsten und besten Traffic-Modder-Team in der Kategorie Verkehr. DB Creation, damit im Verkehr nichts verkehrt läuft. Es ist 19.30 Uhr, hier sind wir auf Radio mit dem Verkehrsupdate und wir schauen mal bei den Simulation One Server. Calais Duisburg 259 Spieler, Duisburg 142 Spieler, Calais 84 Spieler und Berlin 57 Spieler. Ich habe hier noch 2 Meldungen aus EU3 Simulation 2 Server. Daugavpils 28 Spieler und Duisburg mit 18 Spieler. So, Karte hat sich nichts geändert, geht immer noch nicht. Okay, dann ja, machen wir heute mal ein kurzes Verkehrsupdate. So, wir gehen mal nach Uralos. 23 in 19 Outbound, Barcelona 13 in 10 Outbound, Madrid 9 in 13 Outbound und zu guter Letzt Amsterdam mit 8 in und 11 Outbound. Und falls ihr noch was gesehen habt, Staus, Unfälle oder Falschfahrer, einfach unter www.
fahren. Jetzt geradeaus fahren. Thank you.
bitte demnächst rechts fahren, dann sofort rechts abbiegen. Jonathan hat geschrieben, wünsche mir gerne Danger Zone von Kenny Lawrence und wünsche der BSL eine gute Fahrt. Jo, Moment, Kenny Lawrence. Nein, Danger Zone habe ich leider nicht. Darfst du dir gerne was anderes wünschen, außer es kommt vielleicht noch mal kurz rüber zu mir. So, aber dich merke ich mir auf jeden Fall. Die Kiwi TV, ich grüße dich und alle und aus dem Live Radio Team und alle die Zuschauer auf Twitch, ganz besonders die Kenator und den Cosmos King. Wir sind gerade auf dem Weg nach in die Schweiz. Ach, die jetzt links abbiegen. So, Moment. Bei Phil, hey ho, hoffe dein Geburtstag gestern war schön. Seid vorsichtig auf die Straßen. Ja, der war echt angenehm gestern. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt in einer nur beschränkt befahrbaren Zone. Was ich mir von meiner Schwester gewünscht habe, ist angenehm. Ja, Mikrofon kommt am Wochenende. Also ich bekomme am Wochenende ein neues Mikrofon noch dazu. Zu dem Mischpult, was dann ein bisschen eine bessere Qualität hat als das hier. Obwohl ich ehrlich sagen muss, von den Auna bin ich sehr zufrieden. So, Kevin. Hi, ich bin's wieder. Jetzt wünsche ich mir das Lied Wake Me Up von Avicii. Das Problem ist, Avicii habe ich gerade schon gespielt. Kannst du dir aber in der nächsten Stunde nochmal wünschen, aber jetzt gerade erstmal noch nicht. So, Axschwabe 3. Wünsche mir ein Lied Contra K. Farben. Contra K ist immer so eine Grauzone. Es ist leider auf dem Index, soweit ich weiß. Also kann ich dir da nicht spielen, lieber Max Schwabe. Dann schauen wir mal trotzdem. Contra K, was haben wir denn hier? Letzte Träne spiele ich dir von Contra K. So, aber mir wurde noch vom lieben Alex rüber gezwitschert, dass sich der liebe Dizzy irgendwas von Elton John gewünscht hat. Ja, der Elton John und der Dizzy. Ja, was soll ich sagen? Elton John,